Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wie ich das ja schon angekündigt habe im letzten Video, möchte ich heute das Haus hier weiterbauen. Ja. Ich habe Steine gesammelt und Holzer gesammelt. Das werden wir jetzt eben schnell zusammenbauen, wenn wir das fertig haben, wenn wir zu dem Gilbert gehen. Und freigeschaltet haben wir den Schweinestall. Jetzt geht's ein bisschen aufwärts. Aber jetzt machen wir erstmal. Unser Haus fertig. Damit hier die neue Leute einziehen können und wir auch die Küche besetzen können oder die Näherei besetzen können. Ich weiß jetzt nicht, was gerade noch frei ist. Und auch fertig. So, dann setzen wir die Steine da rein. Ich hoffe, dass ich genug gesammelt habe. Können wir noch ein Feld machen und ein etwas größeres Feld. Dann schon mal anfangen, ein Saatgut auf ein Feld zu tun und nicht mehrere Saatgut auf ein Feld. Ist keine Steine mehr, muss neue nehmen. Bretter müssen wir gleich von oben holen. Ich weiß nicht, ob wir genug haben. Aber das sehen wir dann. Gut, dass wir das alles von hier machen können. Ich kann mich leider nicht bewegen. Bisschen zu viel im Inventar. Wieso war das hier? Was fehlte hier noch? Ein Stein. Können wir die Steine auch eben nehmen? Jetzt stehen wir wahrscheinlich wieder zu fest. Ja. Ich habe den Giebel wieder vergessen. I could really do with a drink. Muss ich mir was fallen lassen, das ist zu schwer. War das ein guter Bauarbeiter, der braucht mal sein Bier zwischendurch, ne? Oben den Giebel noch. Stroh, haben wir den gar nicht umgestellt? So, dann die Stöckchen mitnehmen. Nein, ich will nichts hinlegen, ich will auch Stöcke hinlegen.
wir mal hoffen, dass wir genug Bretter haben. Ist nicht gerade viel. Den Holzhammer. Sind noch zu schwer. Können wir alle wiederholen? Die sind immer noch zu schwer. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir können die ganzen Bretter nicht mitnehmen. Da müssen wir erstmal welche rausschmeißen. Gut. Don't wish it were easier. Wish you were better. Gut, dass wir einen zweiten Hammer mitgenommen haben. Und nach oben den Rest holen. Das reicht nicht, da müssen wir gleich noch Bretter machen. So, gucken wir mal, wie viele Holzstämme wir hier haben. Gucken wir. 15.
Bestätigen. Ja, das sollten wir schaffen. Unsere Leute schlafen schon wieder alle oder sind alle zu Hause und wir sind noch am Arbeiten. So, 16 mal Bretter bitte. Dann müssen wir noch einen Weg da unten hinbauen und auch wieder hoch. Wenn wir das Häuschen fertig haben, dann können wir eben nach dem Gilbert gehen. Man ist aber echt schon handwerklich begabt in so einem Spiel. Man kann Holz hacken und Häuser bauen, schmieden und kochen. Ja. Mit Ton arbeiten, also Töpferarbeiten machen. Ja, man kann einiges. Licht anmachen. Da wäre unser Häuslein fertig. Jetzt haben wir uns auch die Nacht das Schlafen, das Ausruhen haben wir jetzt gut gemacht. Unser Wächter läuft hier auch rum. Das ist nett von ihm, dass er aufs Dorf aufpasst. Und wir gehen jetzt schlafen. Tag, mein Ehemann. So, guten Morgen. Wie geht's dir? Gut geschlafen? Hast du Kindchen schon wieder auf dem Arm? Das ist ja süß. Ah, hallo, is anything troubling you, my dear? 99%, das passt noch. Pass auf dich auf, mein Liebster. Wiedersehen. So, dann werden wir jetzt mal zu dem Gilbert gehen. Was der dann von uns möchte. Und dann können wir auf dem Rückweg ja auch gleich noch wieder ein paar Leute mitbringen. Die schlafen noch. Jetzt nicht weglaufen, jetzt rennt er mir auch noch weg. Hier geblieben. Stopp. Ah, möge deine Tage immer so gut sein, wie meiner es heute ist. Da hat aber jemand gute Laune. Wie geht's meinem Lieblingsdorfvorsteher heute? Keine Ahnung, das musst du Otke fragen. Unglaublich, der verlorene Sohn Anführer geworden? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, ihr beiden würdet eure Differenzen überwinden und du bist zurückgetreten. Hast du den Verstand verloren? Ne, zwei. Zwei. Das hört sich doch gut an. Dann wusstest du mehr als wir beide und deshalb sind wir dankbar, dass das Schicksal dich zu uns geführt hat. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Ja, das sind wir.
Du bist ein unglaublicher Mensch. In deiner Brust schlägt ein wirklich goldenes Herz. Wir beide wollten dir von Herzen danken. Es kommt mir fast so vor, als gäbe es keine Worte, die ausführen können, wie dankbar wir sind. Hier bitte, akzeptiere das hier als Zeichen unserer Dankbarkeit und vergiss nicht, dass du hier in Skauki immer willkommen bist. Komme, was wolle. Das weiß ich zu schätzen, Gilbert. Hab ein schönes Leben. Zweitens, ich fühle mich mehr als geehrt. Ich wünsche deiner ganzen Familie alles Gute. Ich denke, das soll... Das hört sich ein bisschen doof an. Ich denke, das sollte reichen. Wir sehen uns. Nein, ich nehme das zwei. Das hört sich nett an. Dankeschön. Reputation. Ja, wunderbar. Ach, guck an. Jetzt haben wir doch alles. Das ist doch schön. Und hier sind schon wieder neue... Schauen wir mal, was das für eine Quest ist, oder? Erstmal neugierig gucken. Bist du das? Nee. Da drin? Gibt's da auch noch was? Nee, auf der anderen Seite. Hinterm Haus irgendwo. Da, die, da, da. Hello there. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Seufz. Ich mache mir Sorgen. Nur Sorgen. Worüber machst du dir Sorgen? Ich mache mir um meinen Sohn Sorgen. Nistjo. Er ist krank. Er ist... Seufz. Du hast es wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Er benimmt sich wie ein Huhn. Ja, ich hab's gehört. Oh, ja, ich hab's gesehen und er ist doch ein Kind. Glaubst du, er hat den Verstand verloren? Und er ist ein Kind. Er ist 12. Ich denke, es ist möglich an der Zeit, allmöglich an der Zeit, dass er sich darüber bewusst wird, zu welcher Art er gehört. Verdammt nochmal. Entspann dich, was soll ich für dich tun? Ich weiß nicht, rede mit ihm, ja? Seit sein Vater damals gestorben ist, komme ich einfach nicht mehr an den Jungen. Zu den Jungen durch. Ich werde sehen, was ich tun kann. Reagiere nicht über. Keine Sorge, ich werde mit ihm ein Hühnchen rupfen. Mal sehen, was der Junge dazu sagen kann. Eins, wie soll man nicht überreagieren? Ist doch ein Kind, Mann. Du sollst nicht gleich erschlagen. Opa, da war ein. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich Hühner kriege. Hi! Hallo, hast du heute einen guten Tag? Es ist ein guter Tag, mein Junge. Ich habe mich mit deiner Mutter über dich unterhalten. Hast du das über mich? Sie macht sich Sorgen um dein kleines Spiel. Sorgen? Warum? Ich spiele nur mit unseren Hühnern. Sie glaubt, du benimmst dich zu unreif für dein Alter. Sie glaubt, dass du nicht ganz richtig im Kopf bist. Ehrlich gesagt, verstehe ich es auch nicht. Du hast offensichtlich... Nur harmlosen Spaß. Na, nur die Eins. Unreif? Was soll ich tun? Ich bin zu jung, um wirkliche Abenteuer zu erleben. Zu jung, um zu heiraten. Zu jung, um zu arbeiten. Und jetzt bin ich zu alt, um mit den einzigsten Freunden zu spielen, die ich habe. Ich weiß, das ist hart. Erwachsen werden ist nicht einfach. Da müssen wir alle durch. Das stimmt. Seufz. Gut, ich werde versuchen, langweiliger zu sein. Wäre das reif genug? Ich kann es sogar mit etwas unnötiger Eile, einen dauerhaften Stirnrunzeln und Rückenschmerzen versuchen. Erwachsen sein ist nicht nur negativ. Da hat er auch recht. Woher soll ich das wissen? Ich bin 12. Ich darf nur keinen Spaß mehr haben. Alt sein ist das schlimm. Würdest du mir eine Spitzhacke und ein paar Handschuhe bringen, damit ich anfangen kann, als stumpfsinniger Bergarbeiter unglücklich zu werden? Das ist nicht nötig, aber wenn es da ist, was willst du? Ich komme mit deinen Sachen wieder. Hör auf, so zu übertreiben. Ich besorge dir, was du willst. Wie es scheint, hatte deine Mutter doch irgendwie recht. Irgendwie, ich besorge dir, was du brauchst.
Such nach Möglichkeit. Achso. Muss ich das ja. Oh, Technologie haben wir was. Tagebuch, dann muss ich das ja umstellen. Verrücktes Huhn. Dicke Lederhandschuhe und Steinspitzhacke. Ja, das ist, geht noch. Die dicken Lederhandschuhe wird schwer. Ach ja, Technologie wollte ich noch eben reingucken, was wir da jetzt hatten. Ach ja, das war der Hühnerstall und Schweinestall. Okay. Jetzt gehen wir erstmal. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass wir hier Hühner kaufen können. Au. So, jetzt werden wir erstmal darüber gehen. Gucken, ob wir noch Mann und Frau kriegen. How are you? 26, ja, nehme ich dich mal mit. Na Mädels, wie alt seid ihr? 29? See you soon. Hello. Oh, die ist 25, nehmen wir die hier. Ja, wunderbar. Schön. Zwei neue. In die Verwaltung. Oswalder Landwirt hat keine Werkzeuge, okay. Haus zuweisen. Einfaches Haus. Bestätigen. Und. Die gute Dame. Oh, wir haben eine Schwangere. Ist das nicht toll? Wunderbar. So, dann bekommt Nadmir auf jeden Fall noch Arbeit. Im Feldschuppen. Würde ich sagen. Naja, woanders im Grabungsschuppen. Nein, im Feldschuppen. Und sie wird eine Näherin. Ich weiß, wir sollen immer nach dem gucken, was sie am besten können. Das wäre hier die 3. Überleben ist das, glaube ich. Aber du darfst Näherin werden. So. Unser Koch hat gar nichts zu tun. Dann müssen wir das noch eben einstellen. Gott, braucht das viel, um eine Kohlsuppe zu machen. Leck mich am. Wow. Material, Zwiebeln, gebratenes Fleisch, okay. Rote
Betesuppe? Da fehlt die rote Bete. Pilzsuppe? Kein Material. Rotes Fleisch. Na gut. Dann gibt's eben ein bisschen weniger Roggenbrei und sowas mache ich nicht. Weil wir das woanders für brauchen. Dann können wir die aber hochsetzen. Und dann die Näherei. Du darfst allein. Ist noch gesperrt. Okay. Was machen wir noch Schönes? Wir brauchen mal so ein. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld noch habe. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ach. 274. Ne, ich lasse das jetzt erst so. Feldschuppen brauch. Handwerkszeug. Und wir müssen einmal sauber werden. Will aber nicht, dann ist er. Der wird sich hoch. Jetzt mal gucken, was dem Feldschuppen fehlt an Handwerkzeug. Dann wollten wir sowieso noch neue Felder bauen. So, was fehlt hier denn? Was fehlt hier denn? Dann besser einsehen, was dir fehlt. Okay, jetzt werden wir erstmal ein paar Felder machen.
das umsortieren. Dann bauen wir einen Hühnerstall. Genau. Das ist jetzt unsere nächste Arbeit. Hühnerstall, Schweinestall und natürlich noch ein Haus, damit wir auch Tierdinger haben. Aber wir müssen noch Dung haben. Und ohne Dung wird das hier nichts. Das Dung einmal zu kaufen, das geht ganz schön als Geld. Was brauchen wir, um selber eine zu bauen? Wahrscheinlich wieder Holz, ne? Also Holzstamm und 5 Holzstücke. Also marschieren wir nach oben. Holen uns noch einer. Einer wird ja wohl hoffentlich reichen. Thank you.
Sieht fertig aus. Naja, gut. Dann gehen wir mal in die Verwaltung. Und bauen die Felder um. Ich weiß, ich wollte zwar eigentlich gleich haben, aber das geht im Moment noch nicht. Nein, so ist das irgendwie doof. Die brauchen wir gar nicht so. Nein, das mache ich nicht. Was mache ich denn? Ich mache das erstmal anders. Ich mache das erst. Warte mal. Die sind mitten in einer Pflanzung. Kohl und Rot, das wächst noch. Rote Beete, ja, das wächst nicht mehr. Hier ist nichts drauf. Dann kann ich das ändern. Eine Weizen muss neu im Stellen bleiben. Okay, dann mache ich das anders. So.
So, dann müssen wir noch neue Felder legen. Ja, das machen wir beim anderen Mal. Die Zeit ist jetzt schon wieder um. Aber dann weiß ich schon mal Bescheid. Müssen wir noch ein paar Felder bauen. Sense brauchen wir und irgendwas anderes war das noch. Also müssen wir im Moment ein paar Sensen machen. Damit ihr den Weizen runterkriegt. Und Flachs haben wir zwar noch nicht so viel, aber das kommt mit der Zeit. So, für. Ich hoffe, dass wir da jetzt noch genug für haben. Wahrscheinlich aber nicht. Stein. Ah, super. Wieso macht der keine Sensen? Der gute Schmied. Kein Material. Steiner. Gut, dann werden wir noch ein paar Steine sammeln und dann eine Steinsichel machen. Und da kannst du schon Kupfersichel machen. Oder Kupfersensor. Kupfersichel gesperrt. Kann man nicht die öffnen? Sich in die Technologie gucken. Nein, in die Technologie, in die Schmiede, Kupfersichel. Gut, dann mache ich mal für jetzt Feierabend. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Morgen geht's weiter für eine neue Folge Medieval Dynasty. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben heute einiges erledigt und getan und ich freue mich auf den nächsten Frühlingstag mit euch. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Das würde mir natürlich viel, viel Spaß und sehr gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Bis morgen, eure Tammy.